Hallo und herzlich willkommen bei Curved. Ich bin Jan und ich bin hier in Berlin auf der IFA bei ASUS und nutze die Gelegenheit, einen Blick auf das ROG Phone zu werfen. ROG, die Abkürzung steht für Republic of Gamers, die Gaming-Sparte von ASUS. Und dementsprechend ist das hier ein Smartphone zum Zocken. Und deswegen gehe ich jetzt erstmal eine Runde spielen. Optisch ist das ROG Phone wenig überraschend an die anderen Produkte der Republic of Gamers Serie angelehnt und hebt sich doch deutlich von anderen Smartphones ab. Und was man hier auf der Rückseite auch gleich sieht, neben der Dualkamera und dem Fingerabdrucksensor, sind die Lüftungsschlitze. Denn in dem Smartphone ist eine Kühlung, eine Lüftung verbaut, die dafür sorgt, dass der Snapdragon 845 nicht überhitzt, wenn er voll getaktet auftritt, um die Spiele laufen zu lassen. Dem stehen auch 8 GB Arbeitsspeicher an der Seite und da kann das Smartphone natürlich auch schon mal heiß werden. Und da soll diese Kühlung gegenarbeiten. Und da die nicht immer reicht, gibt es hier auch noch einen Kühleraufsatz, den man befestigen kann, der auch noch 2 Anschlüsse ergänzt. Es gibt einen USB-C-Anschluss und einen Kopfhöreranschluss. Und damit kann man immer noch zocken und spielen, wenn man das Smartphone so hält. Neben dem Kühler gibt es noch mehr Zubehör, das das Spielen mit dem Smartphone vereinfacht, beziehungsweise das Zocken, dem Zocken mehr Spaß geben soll. Das haben wir jetzt aber leider nicht hier und können euch die verschiedenen Docking Stations oder die Controller, die man hier anschließen kann, nicht zeigen. Was man nicht sieht, was ihr mir jetzt so glauben müsst, ist, dass es hier Air-Tracker gibt. Also man kann in Spielen eine Gaming-Steuerung imitieren. Und das Smartphone erkennt das dann, wenn man hier an die Seiten tippt. Da wir eben den Anschluss hatten, das ist der normale Anschluss vom ROG Phone. Da kann man auch einfach einen USB-C-Stecker, der beide anschließen. Das heißt, man muss den Adapter, der zum Lieferumfang gehört, beziehungsweise den Kühler, nicht verbinden, beschließen oder annutzen. Und das ist auch ein klassischer Kühler, das heißt, man hört ihn, wenn er läuft. Das ist nicht immer fein, aber der Vorteil ist, das Smartphone hat verdammt laute Lautsprecher. Das heißt, der Sound vom Spiel wird keine Probleme haben, den Lüfter zu übertönen. Und da wir jetzt gerade hier auf der Vorderseite sind, hier ist ein 6 Zoll großes Display verbaut, was super scharf ist. Die Helligkeit lässt aber noch so ein bisschen zu wünschen übrig. Also jetzt hier draußen dürfte es gerne noch ein bisschen mehr sein. Das ist jetzt die maximale Helligkeit. Also ist eher was zum drinnen zocken, als es wirklich bei Sonnenschein draußen mit dem Smartphone zu spielen. Aber hey, bei Sonnenschein spielt man auch andere Sachen draußen. Hier auf der Unterseite des ROG Phone befinden sich noch ein USB-C-Anschluss, um den Akku aufzuladen. Natürlich auch mit Schnellladetechnik, damit der 4000 mAh Akku auch wieder schnell aufgeladen ist. Weil klar, spielen verbraucht auch Akku. Aber ASUS sagt, wenn man spielt, soll der Akku 7 Stunden lang halten. Wollt ihr mit den fetten, mit den lauten Lautsprechern eure Umgebung nicht belästigen, könnt ihr hier auch noch einen Kopfhörer verbinden. Es ist schwerer als andere, fühlt sich aber trotzdem wertig an und irgendwie passt das zum Design, zu dem Ganzen. Ja, man will ja auch ein bisschen was in der Hand haben, wenn man so ein Gerät zum Zocken hat. Hier überzeugt mich die Verarbeitung noch nicht, aber ich glaube, es handelt sich hoffentlich auch noch um ein Vorsehengerät, sodass hier die Spaltmaße und so weiter am Ende noch ein bisschen enger und besser sind. Das ROG Phone soll im Oktober nach Deutschland kommen. Einen Preis konnte ASUS mir noch nicht nennen. Ich vermute, dass wir auch wieder so um und bei 1000 Euro liegen werden. Angesichts der Ausstattung, die mit aktuellen Flaggschiffen, die für den Preis über den Ladentisch gehen, vergleichbar ist. Dafür bekommt ihr hier ein Gerät mit jeder Menge Rechenkraft, einer Kühlung, das perfekt zum Zocken geeignet ist. Es gibt noch Zubehör dazu, das Display sieht gut aus, der Sound ist hammerkrass. Aber ich weiß nicht, ob es gelingen wird, mit dem Smartphone Leute von Konsolen oder vom PC beim Zocken wegzuholen. Mal schauen. Ansonsten, wenn ihr eine Meinung dazu habt, ab in die Kommentare damit. Wenn ihr Fragen habt, natürlich auch. Und ansonsten sehen wir uns hier bald wieder bei Curved. Macht's gut, bis dann. Tschüss.